So, Kameras laufen. Ja, hier sind wir am Ahrtalsee. Hier. Ja, hab was gegessen gerade. Standard hier. Für die, die mit mir öfters gewesen sind, die wissen, was ich gegessen habe. Wie immer, Thunfischsalat. Jetzt haben wir allerdings gerade schon sehr, sehr spät. 16:30 wird schon dunkel hier. Sonne verschwindet gerade so ein bisschen auch hier. Neblig wird es da hinten überall schon hier. Richtig geiles Bild eigentlich. Ich habe jetzt noch 2,5 Stunden Fahrt vor mir, bis nach Hause. 160 Kilometer und ja. Eigentlich war heute Morgen alles ein bisschen anders geplant gewesen, aber naja. Was willst du machen, ne? Wenn man zu Hause spät wegkommt, weil da viel Papierkram da ist, ja. Bin ich selber entschuldigt im Grunde, aber alles gut. Ne? Kann ich so ein bisschen meine Scheinwerfer ausprobieren und ein bisschen hier. Und dann gucken wir mal. So, wichtig am Fahren bleibe jetzt hier, weil mein Visier vorne beschlägt gerade. Von außen, so nebelig, gefällt mir gar nicht. Ein bisschen schneller fahren vielleicht, vielleicht geht's dann. Geht's dann weg hier? Gucken wir mal. Ja, vorhin sind wir von hinten gekommen, von einer Ecke gekommen. Jetzt fahren wir in diese Richtung hier, Richtung ja, Heimat. Wieder Richtung Bad Berleburg quasi. Die ist aber hinten rum diesmal. Nicht am Rhein-Weser-Turm oben entlang, sondern am Jagdhaus hinten rum. Da werden wir wahrscheinlich den ersten Stopp machen wahrscheinlich. Und dann von da aus dann, nach Hause. Ich habe schon extra meine dicke Jacke an hier. Merke aber gerade schon, dass es doch recht frisch ist jetzt. Das darf man nicht unterschätzen. Also wir haben 16:30 und es ist gerade richtig kalt geworden gerade jetzt hier, ne? Schlagartig, ne? Also muss man sagen. Also ich hatte gerade Pause gemacht, Sonne ist weg. Dann merkst du schon, wie kalt es plötzlich wird. Ja, man lernt daraus. Nächstes Mal Skiunterwäsche unten drunter. Und dann geht das wieder. Ne? Oder das Fell in die Jacke rein. Und dann passt es auch wieder. Ja, wir schauen mal, wir gucken mal. Ja, auf jeden Fall, jetzt geht es hier vom Ahrtalsee über das Jagdhaus in Bad Berleburg zurück Richtung Heimat. Und ich denke, wenn alles gut klappt, bin ich in 2,5 Stunden zu Hause. So soll es sein. Das ziehen wir auch durch jetzt. Mal kurz in der Waschanlage reinfahren, kurz vorher noch mal kurz ein bisschen das Motorrad abspritzen und dann. Dann passt das. Abledern, dann kann die Maschine in der Garage rein. Und alles andere kann man am Morgen machen. Ja, ich überlege euch die Route eventuell jetzt ein bisschen gleich. Ah, es gibt keinen schnelleren Weg. Vielleicht ein paar Minuten, aber auch nicht viel schneller, glaube ich. Naja. Ziehen wir durch jetzt. Aber ihr seht ja selber da oben, was oben gerade passiert, ne? Schlagartig kommt Nebel rüber hier. Schlagartig wird es kalt hier. So, Bus, Warnblinker heißt was. Schrittgeschwindigkeit. Ja, machen wir mal hier, ne? An dem Bus hier, schön vorsichtig hier. So wie es sein soll. Genau. Und dann geht es wieder weiter hier. Genau. Und zack. Gesperrt. Wollen wir ja gar nicht hin, wir wollen ja von rechts gleich hier. Nebel des Grauens hier. Fuck.
Dann wollen wir mal, dann fahren wir mal. Den Nebel entrinnen. Jetzt das schon ganz schön, so ein bisschen. Also weil die Sonne weg ist, ist das wirklich, wirklich, wirklich arschkalt. Kilometer geradeaus Richtung Effenberg. So. Und da sind wir in Steinperf. Das ist ja noch Feuer im Verkehr. Ja, ja, ja. Kanemoto. Wo schickst du mich hin hier? Ich habe jetzt 2 Minuten aufgeholt. Jetzt haust du mir alles wieder kaputt hier. Du LKW da vorne. Danke. Naja. Naja. So, schauen wir mal. Da geht es ja vorne schön weiter gleich hier. Machen wir mal. Da wird schöner jetzt hier. Ich hoffe. So, ja, sag mal Nachtfahrt, ne? Ja, der Nebel ist hier Gott sei Dank weg hier. Am Ahrtalsee war er richtig heftig. Hier geht es ein bisschen wieder hier. Ich kann wieder gut sehen jetzt. Und so muss das sein. So. Dafür fahren wir hier in der Kirche vorbei, in Marburg, glaube ich, an der großen. Oder? Nee. Sah irgendwie genauso aus, als wenn es hier rechts die große Kirche kommen würde. Nee, doch nicht. Ich dachte,
kam mir gerade irgendwie sehr bekannt vor irgendwie. Ich werde auch mal meine Scheibe für ein bisschen heller stellen gleich. Letzte Woche hier eingestellt, bin ich vor der Wand gefahren, hat dann aber richtig dann schön eingestellt von der Höhe her und so weiter, weil davor geblendet. Das sieht man ja vorne auch im Grunde, dass alles unterhalb von der Scheibe vom Auto bleibt, also alles gut. So, mal gucken gleich da vorne. Ne? Licht, ne? Das ist mal ein Licht, mit dem man bei Nacht fahren kann. Hervorragend, läuft doch. Traumhaft. Muss das sein? Interessieren, wenn ich die anderen ein bisschen heller mache jetzt, was das dann ausmacht. So, okay. Da müsste ich ein bisschen runterdrehen, glaube ich. Ein bisschen weiter nach oben, glaube ich, die Dinger. Ich strahle ein bisschen weiter nach oben. Ein bisschen nochmal einstellen. Alle Autofahrer, die uns entgegenkommen, wahrscheinlich hier jetzt, wahrscheinlich auch hier geblendet werden, denke ich mal so. Ja, so, ja. Die strahlen nach oben alle, ne? Ja, hört ihr das? Die müssen weiter runter ein bisschen, die weiter runter. Sich ein bisschen tiefer einstellen. Noch ein bisschen weiter runter. Keine Ärgern. Dann habe ich so schon ohne Fernlicht hier noch Licht, wenn die weiter unten sind. Also ist natürlich am besten so, ne? So ist natürlich am geilsten. Am geilsten, 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 geilsten. Na, guck mal, ist alles wieder neu gemacht hier, neue Leitplanken hin hier. Streckenmäßig hier alles schön gemacht hier. Was für ein Ausblick. Ja. Wahnsinn. Richtig, richtig schön.
lass dich jetzt hier. Das macht ja keinen Sinn. Die Autofahrer jetzt alle Blende hier. Sieht man es ja jetzt, wie es ist. Das ist so hoch. Für die Autofahrer. So, komm, Hauptstadt nachher mal kurz hier. Einmal Muppi auf Hauptständer. Ja. Da werden alle geblendet. Ein bisschen runtergehen. Ich meine, das ist mein normales Licht, ist das. Das ist nicht. Oder? Ist das der andere Nebel? Der hier so hell ist. So hoch ist. Ah, das war der andere Nebel, okay. Der hier ist so. So. Was würde ich sagen? Ist das doch so hoch? Also so. Immer zu hoch, glaube ich, ne? Da oben im Himmel und jetzt runter. So. Jetzt kommt der hier. Aber den Himmel wollen wir nicht. Da, wo der andere ist, da. Da. Da, wo der hier ist. Es ist auch okay so. Entgegengefahren kommen. Das ist schon am Blinden. Das fahrt ja ein bisschen runter hier. Der Burschen. Helligkeit hier, das ist ein bisschen gedämmt jetzt. So, eins, zwei. So, ganz runter, auf aus. Eins, zwei. Wende ich auch keinen. Also, genau. So, eins. Eins, zwei. Okay. Weiter geht's. So ist volle Granate. Ja, das ist jetzt normales BW-Licht mit schwachem Zuhandscheinwerfern, also gar nichts eigentlich. Mal gucken jetzt hier. Mal zuschalte jetzt hier, ein bisschen heller mache. Die Zuhandscheinwerfer volle Pulle mache so. Habe ein bisschen mehr Licht jetzt hier. Auf jeden Fall. Aber ich leuchte, ich ärgere den Gegenverkehr. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich
Tuning wieder machen musste. Naja, kriegen wir das noch hin. So. So, hier wieder an der Wiesentwildnis, am Jagdhaus, was da oben ist gleich. Werde ich mal hier das Video für euch beenden, so ein bisschen hier, weil das wird mal alles ein bisschen zu lang noch hier, bis nach Hause, so eine Stunde. Ich sag mal danke fürs Mitfahren, fürs Begleiten und ich habe gesehen, was man mit Lichtern machen kann. Ich werde jetzt im Anschluss noch ein Video machen, einfach so ein Bedeutungsvideo mal im Grunde mit den Denali D3, D4 und so weiter. Was das im Grunde alles so ausmacht hier. Und ich sag mal jetzt hier, bis hierhin schon mal danke fürs Mitfahren, fürs Begleiten und ja, ich sag mal, bis zum nächsten Video. Euer GS Boxer on Tour. Ciao.